CSU-Fraktion das Wort. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der jährliche Petitionsausschussbericht wird diskutiert. Und ich glaube, wir hatten noch nie so ein harmonisches Zusammentreffen. Wir haben schon mal härter diskutiert, das vorweg. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass es härter zugeht. Ich möchte eigentlich mal den Begriff ernst nehmen aufgreifen. Alle sprechen davon, wir sollen die Petenten ernst nehmen. Was sollen wir denn sonst machen? Also die Petition kommt rein. Ich habe eine schöne Akte zu bearbeiten, meistens dann irgendwann nachts 22 Uhr. Und man stellt fest, da ist was drin. Man macht sich seine Gedanken, geht vielleicht sogar über den Ausschussdienst, über die Empfehlung des Ausschussdienstes hinaus. Und die Petition geht dann wieder zurück zur Opposition. Irgendwann kommt sie dann wieder und wir müssen es in der Arbeitsgruppe beraten. Und plötzlich stellt man fest, das, was man sich nachts um 22 Uhr ausgedacht hat, findet keine Mehrheit in der Arbeitsgruppe. Ja? Und dann stellt man plötzlich fest, die nehmen die Petition ganz anders ernst als man selbst. So, nun haben wir eine gemeinsame Position gefunden und dann geht es an den Referenten und der geht dann zur SPD. Und versucht jetzt mit der SPD noch eine gemeinsame Position zu finden und auch auf die Ernsthaftigkeit des Anliegens hinzuweisen. Und dann kann es auch passieren, dass da keine Übereinstimmung hervortritt, sondern vielleicht ein Dissens, den man dann später vielleicht auch mal wieder ausräumen kann. Also Sie sehen, so eine Bearbeitung einer Petition kann manchmal ganz einfach sein, aber manchmal auch etwas kompliziert. Aber jedenfalls ernsthaft wird es immer betrieben. Das wollte ich zum Ausdruck bringen. Wenn wir dann aber auch Fragen haben, haben wir die Möglichkeit, ein Berichterstattergespräch anzuberaumen, also um auch ernsthaft mal die Regierung zu prüfen, ob deren Position noch sachgerecht ist oder ob man vielleicht bei einer Verordnung einen Fakt übersehen hat. Und auch da in diesem Berichterstattergespräch erfolgt meistens Erkenntnisgewinn, manchmal auf unserer Seite, manchmal auf der Regierungsseite. Auch das ist eigentlich eine spannende Arbeit, deswegen sind wir auch alle gern im Petitionsausschuss. Und wir haben ja noch die Möglichkeit der öffentlichen Sitzung. Nun müssen wir wissen, dass wir in der jetzigen Situation mit 12 Abgeordneten der Union, 8 der SPD und 3 der Grünen und 3 der Linken, ist das Verhältnis Regierungsfraktion, Opposition sehr ungleich. Das kann man beklagen, das kann man begrüßen, aber jedenfalls die Arbeit ist ungleich verteilt. Und deswegen sehen wir schon, es ist wichtig, dass die Arbeit gemacht wird, dass sie gewissenhaft gemacht wird. Ich würde mir manchmal wünschen, dass aus der Opposition nicht die Fundamentalopposition kommt. Es kann ja immer mal sein, dass man auch mal wieder in die Regierungsfraktion wechselt. Und gerade die Übergänge von Wahlperiode zu Wahlperiode erfordern dann, dass man seine Petition umschreiben muss. Das haben schon viele Kollegen hier erlebt. Und das ist für uns auch, Frau Präsidentin, ein Problem. Der Übergang der Wahlperioden, denn wir haben einen Überhang an Petitionen. Das ist in Japan nicht so. Wir waren ja vor kurzem mit einer Delegationsreise in Japan, da macht man das anders. Da gibt es die Diskontinuität, das heißt Petitionen verfallen. Und das wollen wir bewusst nicht. Und wir suchen zurzeit nach Lösungen, wie wir auch den Petenten gerecht werden können, zeitnah, dass Petitionen bearbeitet werden. Nun hat die Kollegin Rüffer ja gesagt, dass es hier ganz viele Petitionen gibt, die aus taktischen und politischen Gründen zurückgelegt werden und nicht bearbeitet werden. Was habe ich mich über die Petition Ortsumgehung Tübingen, Frau Wiedmann-Mautz, ärgern können, weil das dann von dem grünen Kollegen immer zurückgehalten wurde, immer Beratungsbedarf hatte. Jetzt haben wir da eine neue Koalition, jetzt muss das ja so flutschen mit der Ortsumgehung Tübingen. Wir können gerne mal prüfen, wie viele Petitionen von den Grünen zurzeit zurückgehalten werden, weil es Beratungsbedarf gibt, weil man noch prüft. Und ich habe ja auch den Ablauf dargestellt, wie es in der Großen Koalition ist. Es ist nicht immer einfach, dann auch über seinen Schatten zu springen. Und ich bitte da auch dann manchmal um Verständnis. Wir haben in den öffentlichen Sitzungen, haben wir dieses Mal in diesem Jahr
auch hohen Besuch gehabt. Ich möchte das ausdrücklich erwähnen, dass der Bundesminister Gabriel da war, dass auch der Bundesminister Gröhe da war. Morgens um 8 tagen wir, das ist für die erfrischend. Aber für uns ist das auch eine schöne Sache, wenn wir die mal bei uns haben. Auch in den öffentlichen Sitzungen ist ein bisschen später. Ja, okay. Sorry, Fehler. Ne? Aber es kann ja auch mal sein, dass sie um 8 kommen. Ich möchte jedenfalls betonen, dass wir auch Anregungen bekommen von den Petitionen. Ich arbeite ja im Bereich Verkehr und ich freue mich natürlich, wenn auch Einzelfälle vorgetragen werden, die uns voranbringen. Besonders gefreut hat mich ein Hinweis von einem Bürger aus meinem Wahlkreis, der ein Wohnmobil besitzt und sagt, warum muss ich an den Kasseler Bergen mich immer bei den LKWs rechts einordnen? Die quälen sich mit 40, 50 Stundenkilometer da hoch. Und ich mit meinem starken Wohnmobil muss mich da auch einsortieren. Das macht die Schlange einfach nur länger. Für den Verkehrsfluss nicht unbedingt optimal. Gibt es denn nicht ein Überholverbot, das man da aufheben könnte für solche großen Wohnmobile? Und im europäischen Ausland ist das nämlich der Fall. Und natürlich hat das Ministerium erst mal gesagt, nein, das bleibt alles so, wie es ist. Das hat sich bewährt. Wir sind froh jedenfalls, dass wir hier Bewegung erzielen konnten, dass also Wohnmobile mit einem Gesamtgewicht von 3,5 bis 7,5 Tonnen ausnahmsweise andere Fahrzeuge überholen dürfen, wenn es denn vor Ort auch angeordnet wird. Finde ich eine tolle Sache. Jedenfalls freuen sich alle Wohnmobilfreunde, dass das über den Petitionsausschuss diese Anregung vorangetrieben wurde. Wer schon ein bisschen länger hier ist, der weiß, dass Verkehrspolitiker sich über Countdown-Ampeln gerne informieren. Countdown-Ampeln, das sind die, wo gezeigt wird, noch 10, 15, 20 Sekunden, dann springt von Rot auf Grün oder andersrum. Die gibt es auf der ganzen Welt. Und im Verkehrsministerium ist das so, dass dort gesagt wird, das bringt keinen Nutzen für die Verkehrssicherheit. Wir wissen nicht, warum man das machen sollte, bringt nur Kosten. Wir waren nun gerade in Bolivien und da gibt es nicht nur Countdown-Ampeln für Fußgänger, sondern auch für die Autofahrer. Ich finde das sehr entspannend, sehr hilfreich. Wir werden also weiter dranbleiben. Wir haben hier ein Berichterstattergespräch gemacht, auch in Berlin, wo es einige Versuche gibt, aber für Fußgänger. Und ich kann nur versprechen, wir werden dranbleiben und wir sind dem Petenten dankbar, dass er dieses Thema aufgegriffen hat. Und jetzt ist meine Zeit rum. Habe ich noch was, Frau Präsidentin? Oder? Nein. Nee? Nein. Ja, die persönliche Zeit, aber die anderen haben gesagt, sie haben mir alle Minute gegeben. Ja. Nix da. Frau Präsidentin, ich habe ja Verständnis dafür. Ich möchte Ihrer Sitzungsleitung gerne entgegenkommen. Ich bin gerne im Petitionsausschuss, jetzt seit 2002. Das ist der einzige Ausschuss, glaube ich jedenfalls, wo die Kollegialität im Vordergrund steht. Es macht richtig Spaß, da zu arbeiten. Ich kann das den anderen Kollegen, die jetzt dabei sind. Helmut, du kommst nächstes Mal in den Petitionsausschuss. Das merke ich schon. Herzlichen Dank für das Zuhören und viel Spaß für die nächste Zeit. Danke. Vielen Dank. Als letzter